Die grauen Herren lügen. Sie haben ein ganzes Netz von Lügen und Absurditäten gewebt, das uns in ein unmenschliches Stem brachte. Mein Name ist Arlette Migueles Alvarez. Ich komme aus Kuba und ich bin hier in Deutschland seit 4, 5 Jahren und ich studiere Komposition in Essen. Also warum ich Deutschland ausgewählt habe, war vor allem, weil ich die Figur von Beethoven liebe und er repräsentiert ganz, ganz viel für mich. Seine Musik ist sehr stark und er war so ein Komponist, der die Regeln gebrochen hat und ein sehr kompliziertes Leben hat, weil er gegen die Strömung war. Er wollte die Perücke nicht anziehen. Er hat seinen eigenen Weg gemacht und das finde ich vorbildlich und er war ein Revolutionär. Das mag ich sehr und man merkt das auch in seiner Musik. Das hat so eine Stärke, die ich sehr gerne mag. Mein Stück, Die vierte Wand und der Künstler, für Flöte, Cello und Gesang geschrieben, hat zwei Teile. In dem ersten Teil singe ich, wie mein Künstler sich gefühlt hat, wie ich mich gefühlt habe in diesen 3 Jahren, wo wir eine starke Systemkrise erlebt haben. Adios. Und in dem zweiten Teil trage ich 2 Gedichte von mir vor, in dem ich auch Tabus von der Gesellschaft breche und Sachen benenne, die ich gedacht habe, das soll man sagen, weil nicht so viele das machen. Und das war wichtig für mich, das alles auszusprechen in dem Stück. Soy humana, soy artista, no cobarde ni alarmista, soy amor y primavera. Bajo el sol y no a la hoguera. Basta ya de inquisición, mi sonrisa es mi bandera y no consiento que la oculten como si un peligro fuera. Basta de encasillamientos, de propaganda y mentiras, de sadismo, de torturas, de falsas acusaciones. Basta ya de destrucción, de engaños y posesión, de encuadre y alineación, de inventarse las razones. Einen Teil von dem Stück ist eine Szene, wo ich auch den grauen Herr oder die Figur von dem grauen Herr aus Momo von Michael Ende integriere. In dem Fall ist dieser graue Herr die Repräsentation von einem System, was meiner Meinung nach nicht funktioniert und was auch der Antagonist von der Geschichte und meine persönliche Geschichte in diesen 3 Jahren war oder vielleicht noch länger. Nos roban la luz del día, la familia, los amigos, nuestra voz, nuestro reflejo,
nuestras citas, nuestros ecos. Nos roban la dignidad, un paseo bajo la luna, la sonrisa, la ternura, las simplezas de este mundo, lo que de verdad importa. Vor der Uraufführung hatte ich Panik, weil ich in meinem Stück ein Tabu breche, und zwar den Maskenzwang, den wir erlebt haben in diesen 3 Jahren. Und ich wollte die Vergangenheit nicht unberührt lassen, sondern ich wollte nochmal darüber aufmerksam machen, wie ich darunter gelitten habe. Und ja, ich habe mich positioniert, meine Meinung ist die freie Entscheidung, dass wir frei entscheiden, ob wir das machen oder, das, oder nicht, und nicht einfach gehorchen, sondern einfach die Entscheidung selber treffen, was ich Freiheit nenne. Reventarán mis huesos, se pudrirán. Natürlich habe ich das nach 3 Jahren erst gemacht. Bei mir war die ganze Situation ein Problem. Es war bei mir auch sehr schwierig, das zu machen, aber besser später als nie. Ich hatte wirklich Angst, weil ich gedacht habe, vielleicht, wenn ich meine Meinung sage, so deutlich, kann ich mein Studium nicht weiterführen und alles verlieren, was ich bis jetzt geschafft habe. Und ich frage mich stets, wie lange noch werden wir schweigen? Aber meine Hoffnung blüht. Lasst uns zusammen ein neues Bild malen. Mehr als mein Fleisch ist hier meine Seele. Warum? Denn ich kann weiter schweigen, aber von meiner Kunst kann ich meine Gedanken nicht verbergen. Ich kann jetzt weiter studieren. Ich fühle mich leichter, weil ich jetzt ehrlich war zum ersten Mal in diesen 3 Jahren und weil mein Künstler nicht mehr eingesperrt ist. Er sagt, was er denkt und trägt die Konsequenzen. Und in diesem Fall waren die Konsequenzen nicht, wie ich gedacht habe, sondern positiver. Ich habe mein Studium nicht verloren. Viele Personen haben sich bei mir bedankt. Es war eine sehr positive Erfahrung. Also ich würde das nochmal machen, immer wieder nochmal machen. Also die Wahrheit sollte man nicht unter dem Teppich lassen, sondern immer aussprechen, egal in welchem Moment.